Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 12. September. Heute dabei Note 8, Fire TV, Google, Tesla und Uber. Ja, heute steht die Keynote von Apple an, aber ich spare mir mal die ganzen Gerüchte, was alles noch passieren könnte. Morgen reden wir dann mal darüber, was passiert ist. Aber was auch demnächst ansteht, ist der Verkauf des Samsung Note 8. Und das bricht jetzt anscheinend alle Vorverkaufsrekorde. Jedenfalls wird das berichtet, dass in Südkorea bereits am ersten Tag des Vorverkaufs 95.000 Vorbestellungen eingegangen sind. In Amerika, in den USA, liegen die Zahl der Vorbestellungen auch über dem des Vorgängers. Und in Deutschland soll es wohl auch gut laufen. Obwohl halt entweder in den USA noch in Deutschland Zahlen bekannt sind. Das Note 8 kommt am 15. September auf den Markt. Und ja, es wird groß gejubelt. Mal gucken, ob die von Samsung morgen auch noch jubeln. Aber wo ich gerade gesagt habe, keine Gerüchte zu Apple Keynote. Sehr valide Gerüchte, beziehungsweise gut belegbare Gerüchte, gibt es jetzt zum nächsten Amazon Fire TV. Beziehungsweise zu den nächsten Modellen. Es sind mehrere sogar. Denn die Box wird wohl einen Nachfolger bekommen, der wie ein Würfel aussieht und auch eine Alexa eingebaut haben wird. Auf dem Oberteil sieht es dann halt auch aus wie ein Echo Dot. Und es gibt auch diesen blauen Streifen längs und nicht rund, wie man es sonst von den Echo-Geräten kennt. Und dazwischen, also zwischen der Box und dem Stick, den es ja auch noch gibt, wird wohl ein weiterer Stick in Anführungsstrichen, ähnlich dem Chromecast angeboten, der dann halt so eine kleine Minibox ist, die einfach am HDMI-Kabel dann rumbaumelt. Und ja, falls ihr euch für das Amazon Fire TV interessiert, guckt euch den Link in den Shownotes an. Dort sind auch die entsprechenden Geräte mit ein paar mehr Details beschrieben. Google hat nun Einspruch eingelegt bei der EU gegenüber der Strafe von 2,4 Milliarden Euro, die sie bekommen haben, weil sie angeblich ihre eigenen Shopping-Seiten bzw. die Shopping-Vergleiche bevorzugt angezeigt haben sollen gegenüber den Konkurrenzprodukten. Und ja, das hat schon 2010 begonnen. 2015 wurde offiziell dann wirklich hier so ein Verfahren eröffnet und wie gesagt, dann gab es halt die 2,4 Milliarden Strafe und dagegen geht Google jetzt vor. Sie gehen nicht, also anscheinend gegen das Urteil vor, sondern versuchen da auch genau den angesprochenen Punkten entgegenzukommen, gehen aber wohl gegen die Strafe vor und ja, es wird sich wohl ziehen, dass das über Jahre noch geht, bevor die EU dann ein bisschen Kohle von Google sieht. Tesla, der Tesla Supercharger ist ja diese Elektro-Tankstelle von Tesla, die man an den Autobahnen findet in Deutschland und in Amerika an den Highways, wo man sein Tesla je nachdem sogar umsonst aufladen kann. Und dort gibt es jetzt eine Entwicklung zu sehen, nicht an den Superchargern, sondern es gibt komplett neue Supercharger, kleinere, die wirklich für Städte gedacht sind. Denn wie gesagt, die großen Supercharger sind wirklich an Autobahnen, Autobahnkreuzen, an zentralen Stellen. Und jetzt soll es auch die Möglichkeit geben, in Städten seinen Tesla an einem Supercharger zu tanken. Die sind ein bisschen kleiner, weil die Städte natürlich auch weniger Platz haben. Und die neuen City Supercharger haben dann nur 72 kW. Und das ist ein bisschen mehr als die Hälfte von dem großen Supercharger. Der hat nämlich 120 kW. Und an dem kleinen wird es dann entsprechend 45 bis 50 Minuten dauern, bis man seinen Tesla vollgeladen hat. Bleiben wir aber ruhig mal bei Tesla, denn ja, jetzt gerade ja nicht so gute Nachrichten. In Florida ist ja Hurricane Irma aktiv und die Leute flüchten aus dem Staat und unter anderem natürlich auch mit ihren Teslas, sofern sie einen haben. Und da hat Tesla jetzt reagiert und für bestimmte alte Modelle des Teslas die Reichweite erhöht. Wie geht das? Das geht dadurch, dass Tesla zwar schon in den alten Modellen eine Batterie mit 75 kWh verbaut hat, aber die ist nur mit 60 kWh freigeschaltet. Und wenn man nämlich
den Upgrade nutzen möchte, dann muss man das freischalten für mehrere tausend US-Dollar. Und im Rahmen jetzt der kleinen Katastrophe, die da jetzt gerade passiert, oder größere Katastrophe, besser gesagt, hat Tesla gesagt, okay, wir schalten das mal temporär frei, damit die Leute entsprechend halt auch weiterkommen mit ihrer Ladung. Schöne Sache, gutes Marketing natürlich auch, aber auch schöne und gute Sache von Tesla da. Das will ich jetzt mal auch würdigen. Gute Sache jedenfalls. Uber. Uber hat ja einen neuen CEO, nachdem er ganz viel Trouble immer bei denen war. Und das ist der Dara Khosrowshahi, also ein ganz schwieriger Name. Also der CEO Dara, ich bleibe bei meinem Vornamen. Der ist allerdings auch schon seit 2015 bei der New York Times im Aufsichtsrat. Dort berät er das Unternehmen in Technologiefragen und da auch unter anderem die New York Times ja ab und zu mal über Uber berichtet und durchaus auch kritisch, kann es natürlich sein, dass er da in einen Interessenskonflikt kommt und deswegen hat er die Position bei der New York Times auch aufgegeben und konzentriert sich jetzt auf sein CEO-Mandat bei Uber. Und damit sind wir auch schon am Ende der Folge für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in den Dienstag. Für die, die es interessiert, viel Spaß heute Abend bei der Apple Keynote und wir hören uns dann morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.